Come here. Hallo, meine Damen und Herren. Aufgrund der neuesten Operation habe ich einen etwas erhöhten Upload-Ausstoß und ich dachte mir, da kann man auch nochmal ein zweites Overwatch zwischen reinwürfeln. Jetzt nichts ultra Besonderes, wo wir uns die ganzen Leute angucken, die gebannt wurden und so weiter und so fort, sondern einfach nur ein Fall, der mir eben aufgefallen ist, also den ich mir angeschaut habe. Ich gucke, dass ich mir jeden Tag halt so ein, zwei, drei Fälle anschaue und hoffe darauf, dass halt da was Gutes dabei ist für die Videos. Und hier war jetzt einer, bei dem ich mir nicht sicher war, was er treibt. So, passt auf. Die ganze Chose ist auf Nuke. Er tigert los und bekommt in der ersten Runde, Obacht, erstmal richtig fett in die Fresse und ich dachte mir, ja, jetzt fängt er an zu drehen, ist ja logisch, ne? Aber nein, der dreht sich ja gar nicht. Also er guckt sich vielleicht ein bisschen komisch um, aber er dreht sich nicht. Er geht jetzt Richtung Mitte und jetzt passt auf, achtet mal auf seine Schotterini. Chins, bumm, fett in die Fresse. Ein richtig dicker, satter Schuss, ist aber von da aus auch eine gute Position, die man machen kann, ne? Jetzt war hier noch ein wirklich satter dabei, ne? Ich würde auch hier schon Richtung Vision Assist und so weiter gehen, aber den anderen hat er voll versemmelt. Und das ist nicht der einzige. Das ist einer von vielen Schüssen, die er wirklich dann komplett, also komplett verkackt. Auch später mit größeren Waffen nudelt er da rein und rafft irgendwie nicht so richtig, was er da vorhat. Und da ist natürlich meine Frage an euch, was er da treibt. Was ihr glaubt, was er da treibt. Also hat er seinen Cheat nicht unter Kontrolle? Ja? Oder hat er vielleicht doch nur Vision Assist und kann mit dem Vision Assist eben die Leute dementsprechend schon mal anpeilen im Vorfeld und danach die Shots drücken? Weil wenn man sich gleich, wie gesagt, diese weiteren Dinge anguckt, die sind echt schlecht. Also ich weiß nicht, ob er das versucht zu hiden mit dieser Spielerei. Weil es dann doch recht auffällig ist oder wird. Er jetzt zum Beispiel hier, ne, er killt den Mate bei Double Doors, macht die Double Doors sogar zu, er läuft einfach so weiter. Also er hat irgendwie gar keine Awareness so richtig, ich weiß es nicht. Ihm ist es egal. Also hier links neben ihm ist ein Feind, den er auch gerade nicht sehen kann. Er läuft aber einfach weiter, weil er scheinbar ihn sieht. Keine Ahnung, ob er also komplett verstrahlt ist und es halt nicht besser machen kann. Oder was halt sonst mit ihm los ist. Die Tür geht auf, auch hier hätte man jetzt sagen können, naja gut, das wäre auch ohne irgendeine Zusatzinfo reingegangen. Vielleicht nicht in den Kopf, aber das hätte man schon so durchziehen können. Ich glaube, jetzt ist direkt die Runde, wo er hier komplett reinscheißt. Ist es das? Okay. Also dafür, dass er dann vielleicht einen Vision Assist hat und man den Gegner ja auch gesehen hat, bei Dingenskirchens, ne, bei dem Teil. Man hat ihn ja kurz gesehen, hat er ja gar nicht reagiert. Er hat nicht rübergezogen, er hat da nicht schon mal hingeaimt, also pregeaimt oder irgendwas. Er ist einfach praktisch mit der Zunge im Maul gestorben, ohne irgendwas zu machen. Auch jetzt hier die Shots nach hier unten. Er riecht so ein bisschen, wo er hinläuft, wobei das in dem Fall ja auch klar ist, er killt ja auch gerade seinen Mate oder hat einen Mate gekillt. Guck mal auch auf seine Shots generell, auch wie sein Fadenkreuz manchmal auf den Gegner zuckelt, manchmal aber auch nicht, also in Momenten, in denen er eigentlich gar nicht wissen kann, wo der Gegner steht. Ist er dann doch recht gut drauf oder recht stark in der Nähe. Und dann kommt aber sowas. So ein Shot. Glaubt ihr, es reicht ihm dann? Und er sagt sich, jetzt drücke ich drauf, jetzt mache ich ihn richtig an. Oder ist das dann doch einfach irgendwie Luck gemischt mit seinem Vision Assist, weil er weiß, wo der Gegner steht. Pass mal auf, was da... Das habe ich mir gar nicht gemerkt, dass er hingefallen ist. Ich glaube, jetzt kommt gleich was. Achtung. Da ist gleich einer oben auf Pommes. Und er versemmelt so hart. Er semmelt da so dämlich rein. Guck mal, was ist denn das? Guck mal, hier auch wieder. Er trifft ihn schon in der Luft. Also lockt irgendwie ganz kurz an, aber macht ihn dann nicht. Jetzt ist der Feind unten. Ach ja, genau. Und hier ist es halt sehr, sehr auffällig. Also an der Stelle denkt man sich dann, generell erstmal, was macht der, ne? Man hört ihn diffusen, er läuft rum und dann macht er halt so ein Ding. Er kommt rein und drückt ihn direkt weg, sogar ins Gesicht. Aber sind jetzt diese anderen Situationen hier... Warte mal, ne, den trifft er, glaube ich, auch, genau, aber gleich kommt wieder die Stelle, dass er hier in Main reingeht und überhaupt nichts geschissen bekommt. Er kriegt es einfach nicht hin. Da ist jetzt einer vor Pommes. Ne, auf, genau, er schießt hin, trifft überhaupt nicht, ne. Trifft jetzt halt dann mal durch die Wand. Und es passiert aber nichts. Ne? Ich glaube sogar, das versammelt er hier komplett. Das war sein Mate. Guck mal hier. Hat er Aim Assistance mit an? Oder war das nur sein Vision Assist mit Luckshots? Oder halt mit ein bisschen Skill, aber man sieht ja, dass er eigentlich keinen Skill hat. Er steht vor einem Feind. Gut, ich meine, das passiert jedem Mal, dass man halt vor einem Feind steht und gar nichts rafft. Aber hier waren 3, 4 oder 5 Momente, in denen er komplett lost war. Also richtig lost und überhaupt nicht richtig greifen konnte. Nicht wusste, was er zu machen hat. Und einfach nur rumgebrezelt hat wie so ein Affe. Und dann folgen darauf direkt Momente, in denen er unten durchgeht und ein Gegner in der Smoke einfach wegheadshottet. Macht er seine Unterstützung vielleicht nur dann an, wenn er ganz sicher die Runde gewinnen will? Oder ist das, ja, eine Mischung aus Vision und Luck? Weil mit Vision weißt du ja, wo der Gegner in der Smoke steht. Aber trotzdem geht er rein und macht dann und drückt ihm einfach rein. Also das ist,
ja, so viel zu dem Fall. Ich habe jetzt nur den einen hier gemacht. Wie gesagt, die Woche ist gerade ordentlich am Ballern. Und auch kommende Woche, ich weiß nicht genau, wann das Video hier erscheint, ist ordentlich am Ballern. Und da kann man auch nochmal so ein extra Overwatch hinten reinhauen, weil ich ja weiß, dass euch die so gut gefallen, die Overwatches. Also. Und der Fall war immerhin nicht komplett lame. Ich drücke ihm jetzt einfach, was ich denke. Und in den Kommentaren lesen wir uns dann und schreiben uns dann und tauschen uns aus, was ihr ihm gedrückt hättet. Und weg mit dem Lurch. So, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen wieder im nächsten Video. Falls heute Dienstag oder Donnerstag ist, ist ab 18 Uhr Livestream. Falls heute Freitag ist, ist ab 22 Uhr Livestream. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Wir sehen uns dann halt bald. Vielen Dank fürs Kommentieren, Liken, Anschauen und later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.